Herzlich willkommen zum Themenbereich Programmieren in unserem Online-Kurs. Den Themenbereich starten wir mit einem besonderen Video. Wir haben einen Gast eingeladen. Auf meiner rechten Seite ist der Alexander Repening. Er ist Leiter der Professur für informatische Bildung hier an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Alex, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Patrick, freut mich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute etwas sagen zu dem Thema. Sehr gerne. Das Themenbereich ist Programmieren und wir haben uns ja schon ein bisschen mit dem Thema Computational Thinking, was ist das, auseinandergesetzt. Und ich würde es gerne von dir noch einmal hören. Was verstehst du unter Computational Thinking? Also Computational Thinking ist die Idee, dass man denkt mit dem Computer. Mhm. Also man braucht den Computer als Denkinstrument, ähnlich wie Leute seinerzeit das Mikroskop angefangen haben zu brauchen, um Sachen, die unsichtbar sind, sichtbar zu machen. Und so können wir neue Sachen uns überlegen, Gedanken formulieren, Modelle bauen, mit der Hilfe des Computers. Mhm. Jetzt die Frage vom Thema Programmieren und Computational Thinking ist nicht ganz einfach zu klären. Was ist jetzt dort konkret der Unterschied zwischen Programmieren und Computational Thinking? Ist das Gleiche? Sind das zwei Begriffe für das Gleiche meinen? Oder wie differenzierst du die beiden Begriffe? Das ist extrem wichtig, dass man das unterscheidet. Das ist tatsächlich nicht das Gleiche. Und zwar ist es so, dass Programmieren ist schlussendlich einfach die Ausführung von Sachen, wo, also wenn man würde sagen, Programmierwerkzeuge sind Sachen, wo Leute brauchen, wo Programmierer werden. Mhm. In dem Sinn sind wir eigentlich nicht an dem direkt interessiert, genauso wenig wie man denkt, oder Flugzeugmechaniker braucht es ja auch immer mehr. Das heisst nicht, dass wir in der Schule Flugzeugmechanik würden unterrichten. Und Computational Thinking ist eigentlich die Essenz von Gedanken mit dem Computer formulieren, Modelle können bauen, um komplexe Probleme zu verstehen und zu analysieren. Mhm. Also wirklich auch die Fähigkeit, die durchaus auch Sinn macht, dass man es eben in der Schule als Fähigkeit sich aneignet. Auf jeden Fall. Und es ist auch fächerübergreifend. Man muss sich das nicht vorstellen, dass das als separates Fach muss verstanden werden, wo zum Beispiel andere Fächer verdrängt. Also man muss nicht sagen, also Lehrpersonen müssten nie sagen, oh, ich müsste an und für sich Mathematik unterrichten und jetzt werde ich da gezwungen, Programmieren zu unterrichten und das nimmt mir ja Zeit weg. Im Gegenteil, Computational Thinking erschafft die Verbindung von beispielsweise Informatik mit Mathematik. Was braucht es denn jetzt, dass man Computational Thinker kann werden? Was sind so die Grundlagen, die man muss mitbringen muss, dass man sich die Fähigkeit kann aneignen kann? Also Grundlagen sind vor allem, dass man sich kann Fragen stellen, dass man kann kreativ unterwegs sein, dass man nicht einfach nur eine Antwort nachschauen auf, sagen wir, Wikipedia. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich eine Frage mir würde stellen, wie funktioniert eine Schlammlawine? Ja. Oder und ich dann das untersuchen und nicht wieder mit der Wikipedia-Seite, wo ich ein Bild sehe, wo das Haus noch gestanden ist, im anderen Moment ist es von der Schlammlawine verschlungen worden, sondern ich überlege, wie funktioniert denn eine Schlammlawine? Wie kann ich mir das überhaupt überlegen? Und die Problemstellung, die führt dazu zu einem Prozess, einem dreistufigen Prozess, wo wir Abstraktion zuerst haben, wo wir uns überlegen müssen, ja, was ist denn Schlamm überhaupt? Oder muss man sich das als grosses Ganzes überlegen, oder kann man das irgendwie abbrechen auf kleinere Teile? Also könnte ich mir überlegen, dass zum Beispiel ein Stück Schlamm existiert, mehrere Stück Schlamm, wo ich dann aufeinander auftürme. Das ist die Abstraktion. Und nachher kann ich aber auch immer noch in meinen eigenen Gedanken Verbindungen formulieren, wo ich zum Beispiel If-Then-Regeln aufbaue. Und das ist etwas, wo man nicht muss verstehen als etwas, das schwierig ist, beispielsweise für Kinder, wie schon früh in ihrem Leben. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann darfst du ein Videogame spielen. Also die Verknüpfung von Aktionen mit Bedingungen ist genau genommen schon ein Computational Thinking. Und das können wir dann zum Beispiel brauchen, um in einer Schlammlawine eine Regel zu formulieren, wo man sagt, wenn ich hier ein Stück Schlamm hätte und ich sage, wenn nichts unter dem Schlamm drunter ist, geht er am Boden, dann passiert das. Oder dann habe ich eine Regel. Mhm. Und das ist die sogenannte Automation.
Also ich tue eine Regel übergeben im Computer und sage, so stelle ich mir das vor. Aber noch im dritten Teil mit der Analyse, dort wird es dann wirklich spannend, oder? Wo ich sage, also in meinem Kopf kann ich mir das schon noch vorstellen, wie ein Stück Schlamm sich so verhält. Aber ich möchte jetzt 10'000 von diesen Schlammteilen. Und das ist dann etwas, was ich mit dem Computer machen kann. Und so schließt sich der Kreis. Also ich baue ein Modell auf, eine Simulation, mache die Analyse und sage, das könnte ungefähr richtig aussehen oder eben nicht. Und gehe wieder zurück, tue weiterarbeiten an meiner Abstraktion, Automation und Analyse. Also es geht grundsätzlich darum, dass man in der Lage ist, ein Modell zu bilden und dann das, was der Computer aus dem Modell macht, er kann analysieren und so eben sein Denken kann bereichern kann. Genau. Und der Seymour Papert, der ein Pionier war auf dem Gebiet, den ich auch kennt habe, der Programmiersprachen gebaut hat, wie beispielsweise Logo, er hat sogar relativ früh auch den Begriff von Computational Thinking eingeführt, lang bevor andere Leute den gebraucht haben. Und einer von seinen Hauptwörtern, die er gebraucht hat in diesem Kontext, war, es muss explicative sein. Und das ist ein englisches Wort, das einfach steht für erklärend. Ja. Das heisst, wenn ich eine Simulation kann bauen kann, dann tue ich nicht einfach bestätigen, was ich schon das Gefühl habe, was ist. Sondern ich sage, wie könnte das sein? Und dann baue ich eben das Modell, um mir selber zu erklären. Also der Computer wirkt wie ein Spiegel, wo ich meine Gedanken kann wie der Spiegel. Und die werden sogar noch verstärkt. Also ich sehe dann wirklich das Resultat von meinen eigenen Gedanken verstärkt. Und ich habe dann das an und sage, aha, eben, habe ich doch gedacht, dass das so ist. Aber nein, das ist jetzt verblüffend, das hätte ich mir das ist jetzt dann überrascht. Ich glaube, das ist auch der Effekt, den es muss haben, oder dass es immer eine neue Erkenntnis muss können, daraus entstehen muss, dass ich die Regeln so formuliere. Und dann finde ich heraus, ah, das hat etwas ganz anderes gemacht, als das ich erwartet habe. Wieso macht es das? Und dann habe ich dort gegangen, Fragen stellen und so eigentlich zu neuem Wissen nachkommen. Genau. Und dort aber die Grenze dann zwischen Computational Thinking und Programmieren ist eben die, dass die Werkzeuge dann schlussendlich, wo, also wir sagen dann Computational Thinking Tools und Computational Thinking Werkzeuge, die müssen dann wirklich auch helfen, solche Gedanken relativ effizient können auszudrücken. Also wenn ich eine ganz einfache Frage stellen kann und dann ein 1000-Zielungsprogramm ausschreiben. Ist das sehr motivierend? Dann habe ich zwar vielleicht viel gelernt über Programmieren, aber denken wir genau in die Grenzen hin, wo man sich dann muss überlegen, ist jetzt das eine sinnvolle Aktivität gewesen? Könnte ich als Lehrperson das in der Primarschule wirklich auch so unterrichten? Und dort ist dann wahrscheinlich die Grenze, wo man muss sagen, nein, vermutlich ist das Gottes zu weit. Es würde genauso auf meine nächste Frage abzielen. Wieso soll ich jetzt Kind lernen programmieren? Also das Programmieren ist ein nötiger Mechanismus, um sich wirklich Computational Thinking zu erschliessen. Eben, also die Absicht ist ja nicht, dass sie riesige Programme schreiben, aber dass sie relativ einfache kleine Programme können schreiben können, wo eben beispielsweise wenn, dann Regeln drin sind oder Schleifen. Und mit denen, wenn sie dann in der Lage sind, solche kleine Modelle aufzubauen, die dann beispielsweise erklärend sind, dann können sie zum Beispiel ganz einfache Modelle aufbauen. Und das können wir zeigen, dass wir das Lehrpersonen können beibringen können. Aber das können wir auch zeigen, dass das Kind das versteht und das auch spannend findet. Also ein einfaches Beispiel von einer Simulation, eben nicht nur ein Spiel, wäre zum Beispiel, dass man anschaut, wie sich Bakterien vermehren. Und dann kann man sich überlegen, ja, was könnte ich zu dem Thema anschauen. Natürlich kann ich irgendwelche Bilder anschauen, wo ich gesehen habe, dass am einen Zeitpunkt sind wenig Bakterien waren, zum zweiten Zeitpunkt sind viel mehr Bakterien waren. Oder dann könnte ich sagen, ich könnte das rein mathematisch anschauen, wo ich irgendwie eine Kurve zeichne. Und das ist natürlich auch eine gute und richtige Strategie, um das zu machen. Aber mit einem ganz einfachen Programm, ich kann ich zum Beispiel so eine Simulation bauen, also programmieren, wo ich ein Virus oder Bakterien zeige, wie sich die bewegen, aber wie sich die auch vermehren. Und das kann ich zum Beispiel mit Agent Cubes mit zwei Regeln machen. Oder das ganze Programm, also viel kürzer kann das gar nicht sein. Und nachher, wenn wir das ablaufen oder dann sehen wir, dass am Anfang tun wir vielleicht mal ein Bakterium in die Welt rein, lassen das laufen. Im ersten Moment läuft auch nicht viel, aber dann fangen sie sich anfangen zu vermehren. Und dann unter Umständen ist man verblüfft, dass es dann eben schnell wird. Und das ist natürlich eine exponentielle Reaktion, weil die Bakterien, die sich dann neu erzeugt haben, auch wieder teilen und so weiter. Und das dann wirklich zu erfahren,
Oder das ist wirklich sehr spannend und das kann man machen, indem dass man eben etwas programmiert. Und das ist dann eine Art und Weise von Computational Thinking. Aber zusammenfassend, es geht nicht darum, dass Schülerinnen und Schüler zu Profi-Programmierer werden, sondern sie sollen so viel lernen programmieren, dass sie eben die Hürden überschreiten können, dass sie selber aktiv werden können, dass sie selber kreativ sein können. Genau. Also unser Ziel ist nicht und nie gewesen und wird es auch nicht werden, dass Kinder zu Programmiererinnen oder Programmierer werden, sondern Computational Thinkers. Mhm. Aber trotzdem dürfen sie durch das gewisse Grundlagen von Programmieren sich natürlich aneignen. Genau. Jetzt die nächste Frage wäre, ja, wenn Lehrpersonen den Computational Thinking Prozess begleiten, was muss denn eine Lehrperson mitbringen an Kompetenzen im Bereich Programmieren? Nein, selbstverständlich muss man da eine Ausbildung respektive eine Weiterbildung haben, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Dort ist dann vor allem die Frage, auf was für eine Ebene tut man wirklich probieren, quasi den Kuchen zu durchschneiden. Auf der einen Seite könnte man schauen, auf der Unterstätte hat man Programmierwerkzeuge und die haben ganz viele Features, Funktionen und so weiter. Und dort kann man sich relativ schnell verlieren, wenn man sich nur auf dieser Ebene bewegen würde. Muss man sagen, muss ich jetzt all die Werkzeuge kennen, all die Funktionen von all diesen Werkzeugen, das ist ja unglaublich, durch mich nie zu schlagen. Oder so umgekehrt wäre ganz zauberst, dass man würde sagen, was machen wir denn schlussendlich mit diesen Werkzeugen? Wir bauen Spiele, wir bauen Simulationen. Müsste ich alle möglichen Spiele kennen, müsste ich alle möglichen Simulationen kennen. Und beide, die unterste und die oberste Ebene, ist ihnen unmöglich, oder? Das ist ein gigantisches Universum von Kombinationen. Aber die Good News ist, es gibt in der Mitte eine Ebene, wo wir herausgefunden haben, wo wir relativ schnell und einfach können unterrichten können. Und das ist die Ebene von den sogenannten Computational Thinking Patterns. Das heisst, das sind Muster, die existieren zwischen der also Interaktion von Objekten, also wenn ich zum Beispiel Spiele bauen will, wie zum Beispiel ein Frogger-Spiel oder ein Pac-Man-Spiel, und in Pac-Man würde der Geist kollidieren mit dem Pac-Man, dann kann man sagen, wenn ich das Konzept mal verstanden habe, nachher kann ich das umsetzen in beliebigen Kontext. Also ich kann zum Beispiel sagen, oh, aus jener Zeit hat das Auto der Frosch verwünscht, das war eine Kollision gewesen. Und jetzt wollte ich ja aber eine andere Kollision machen, wo Moleküle sich beispielsweise in Physik bewegen und ineinander reinputschen. Aber das ist ja genau das gleiche Konzept. Mhm. Also wenn ich mit diesen Mustern kann umgehen kann, mit diesen sogenannten Phänomenen, dann komme ich mit einer relativ übersichtlichen Gruppe, kann ich eigentlich das ganze Universum von Anwendungen und Programmieren abstrahieren auf eine Art und Weise, wo ich kann sagen, da verstehe ich jetzt genug. Also ich könnte mir wirklich jetzt vorstellen, wie setze ich zum Beispiel Spiele um, auch wenn ich das noch nie in meinem Leben gesehen habe, oder wie gehe ich über von Spiele und mache jetzt eine Simulation, auch wenn ich die keine Instruktion habe, wo IKEA-artig daherkommt, kann ich trotzdem das anfangen anschauen, kann das abbrechen in die Muster, und kann dann sagen, aha, da sehe ich eine Kollision, da wird etwas generiert und so weiter. Und dann kann ich das wirklich verstehen und auch unterrichten. Okay. Gut, zum Schluss würde ich mich einfach noch wundern, wie siehst du informatische Bildung in 10 Jahren, in 15 Jahren? Wie soll sich das Ganze entwickeln? Haben wir in 10, 15 Jahren nur noch Computer und alle Schüler, Schülerinnen lernen programmieren? Oder wie geht das aus deiner Sicht weiter? Also einerseits verlieren wir natürlich, da ist immer die grosse Angst, dass man das Gefühl hat, wir verlieren den Kontakt zu der reellen Welt oder dass nur noch alle vom Computer hocken und irgendwelche Knöpfe drücken und das wollen wir ja gar nicht, das war nie unsere Absicht gewesen. Also zum Beispiel mit der Kreativität, wo wir haben, also zum Beispiel in Agent Cubes, wenn Leute zeichnen, also erstens mal geht es nicht nur darum, dass sie programmieren. Man kann ja nicht sagen, tun irgendwie Primzahlen berechnen, sondern man sagt, bauen ein interessantes Spiel. Also Kreativität steht schon mal im Vordergrund. Mhm. Die wird in 10 Jahren noch mehr aktuell sein wie jetzt. Und jetzt müssen wir wirklich sagen, all die Sachen, die im Moment sich entwickeln in einer Art und Weise, wo sie allzu spezialisiert sind. Also wenn man sagt, ich will mich nur fokussieren auf, weiß ich nicht was, Rechnen, Sprache und so weiter und die Verbindung nicht haben, also wenn man nicht zum Beispiel wie Hildegard von Bingen oder Leonardo da Vinci die Idee haben, von, wir müssen all die Fachbereiche wieder zusammenbringen. Das ist unsere Gelegenheit. Oder jetzt ist endlich der Zeitpunkt, dank der digitalen Revolution, wo man genau
die Probleme, wo es die industrielle Revolution gegeben hat, die hochspezialisierte, wirklich ganz separate Abriegelung von einzelnen Fachbereichen, ja, wo wir nie wirklich zusammengebracht haben, das müssen wir jetzt über wegkippen. Mhm. Wir müssen jetzt wirklich sagen, wir müssen jetzt da wieder zurückkommen und digitale, die Entwicklung erlaubt uns das eigentlich, ja, dass wir können sagen, hey, jetzt können wir dank Computational Thinking können wir Fachbereiche wieder zusammenbringen. Ich kann Mathematik und Physik und Sprache, Gestalten, Musik, kann ich alles extrem schön zusammenbringen und das ist wichtig. Ja. Weil wenn wir das nicht machen, dann sind einfach die Berufe, die wir jetzt noch haben, die basierend sind auf dieser Hochspezialisierung, in riesiger Gefahr, ja, dass sie einfach ersetzt werden von Robotern und künstlicher Intelligenz. Mhm. Das heisst, die informatische Bildung muss Ziel haben, dass es interdisziplinär wieder daherkommt und wirklich die Disziplinen kann verbinden auf eine Art und Weise, wie wir zukünftige Berufsbilder, wo wir jetzt noch nicht einmal wissen, was das überhaupt könnte sein, dass wir die Leute vorbereiten auf das. Okay. Gut, dann möchten wir recht herzlich bedanken für das interessante Gespräch. Und ja. Danke dir. Merci.